Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute kocht meine Pastinaken. Für die Pastinakensuppe brauchen wir natürlich Pastinaken, so sieht sie aus. War früher sehr verbreitet, es ist der Biobewirkung zu verdanken, dass sie wieder mehr in Mode kommt. Man schält sie wie eine Möhre, das habe ich ja schon mal getan. Und wir machen als besonderen Pfiff noch Pastinakenchips hinzu. Das heißt, schneiden erstmal hier auch dünn. Könnt ihr schon abschneiden. Könnt natürlich auch es einfacher machen. Nehmt einen Gemüsehobel. Das bis drüber, ne? Vielleicht ein bisschen dick. Nehmen wir den her. Jetzt werden sie einfach zu groß. So. Geht mal kleiner. Und rüber, ne? Vertieren wir gleich. So. So, dann. Für die Suppe. Zwiebeln. Einfach würfeln. Suppe wird nachher schön aufpassiert. Dann Butter oder Margarine. Zwiebeln geht schon mal in den Topf rein. Schneiden wir die Pastinaken. Auch einfach klein schneiden. Nichts Besonderes, ne? Das wird wirklich fein aufgemixt. So. Kann schon Fleisch hinzu, den Zwiebeln. Etwas würzen. Bisschen Salz. Muskat passt sehr gut dazu. Kleine Prise Pfeffer. Das muss jetzt erstmal schön rösten, ohne zu stark Farbe zu nehmen. Und die Röststoffe sind ja mal ganz wichtig für den Geschmack. So, dann haben wir gleich noch Gemüsebrühe, womit sie aufgefüllt wird. Und ihr nehmt entweder Sahne oder Sojabisahne. Das ist so diese Sojabisahne, ein sehr gutes Produkt. Beide Varianten schmecken gleich gut, absolut. So, jetzt ist sie schön geröstet, ne? Füllen wir das mit Gemüsebrühe auf. So, ne, das ist jetzt zwei Teller, schöne Suppe, 3 ml Gemüsebrühe, 2 kleinere Pastinaken. Lass mal schön weich kochen und dann sehen wir uns wieder. Ja, die Suppe ist fleißig am Kochen. Jetzt machen wir unsere Chips. Natürlich ist es heiß. Kann man natürlich auch im Backofen machen oder in der Pfanne. Ich hatte jetzt fette in der Fritteuse, von daher ist es in der Fritteuse. Ne? Extra dafür lasse ich natürlich auch keine Fritteuse machen. Einfach frittieren, ne? Bis sie schöne Farbe haben. Ja, das dauert sicherlich einen kleinen Moment. 2-3 Minütchen, ne? Brauchen wir. Sind sie schön braun. Gut abtropfen lassen. Na. Leicht salzen, vom Moment beiseite stellen, ne? Bis die Suppe soweit ist. Die Suppe braucht noch einen kleinen Moment, dann sehen wir uns. Fast die Latte sind jetzt schön weich. Pürieren wir sie auf.
bisschen. Sahne hinzu oder die Soja wie Sahne. Ja, das habe ich jetzt noch. Ja, 2 Liter habe ich schon drin. Schaumig mixen. Jetzt mal gerade mit dem Finger. Bisschen Salz rein. Ist natürlich sehr heiß, sehr aufpassen, gerade durch pürierten Sachen. So. Sieht toll aus. Jetzt richten wir das hier an. Frittiert noch diesen Teil natürlich. Die frittierten Pastinakenchips drauf. Bisschen was Grünes. Ich habe hier Brunnenkresseplätzchen schon frisch aus dem Garten. Et voilà. Fertig ist eine sehr leckere, sehr besondere Suppe. Bon Appetit. Dann schaue ich euer Video kochen.